Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich möchte euch heute hier einen Ladewagen vorstellen der Marke Eicher. Hier handelt es sich um den Eicher Ladewagen für Nostalgiespieler. Einmal in Blau und einmal hier in Rot, kostet jeweils 3.400 €. 20 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit. Du hast hier ein Ladevolumen von 20.000 Liter. Und durch eine Leistung von 40 PS entsprechen hier 29 kW. Also ist ganz optimal natürlich hier für Oldtimer-Fans. Ja, wenn du dieses Pack heruntergeladen hast, ja, du musst es einmal entpacken. Ist auch sehr wichtig, sonst kannst du es nicht verwenden, weil es sind nämlich in der Datei nämlich zwei ZIP-Dateien drin. Ja, Leasing hier das gute Stück. Wie wir sehen, haben wir 173 € zu zahlen. Wir haben als Deko hier noch ein Rechen drauf liegen. Finde ich sehr super gemacht, das Ganze. Wir können hier uns auch noch Breitreifen hier einmal also montieren lassen. Jetzt haben wir hier also eine Kupplung, wo der Hitchhaken oben ist und die Zapfwelle unten ist oder umgekehrt. Dann haben wir Farbwahl für hier dieses Design. So, her in den Schwarz oder hier in den Blau. Ich habe den Original gekauft. Das gleiche haben wir hier bei diesem Modell natürlich auch. Ich brauche hier nicht weiter drauf eingehen, weil das genau dasselbe ist. So, ich habe den jetzt mal gekauft. Mir muss diesen dann nachher ausklappen. Wir schauen jetzt erstmal hier, wie das hier gut funktioniert. So, schalten das Ganze mal ein. Sehen wir jetzt die hier, also ich habe ihn so gekauft, die Zapfwelle so her ist und ja, wir geben mal einfach ein Gummi. Und wenn man jetzt, er ladet relativ ganz gut, würde ich mal sagen, wenn ich mal die Spur halten würde, wird auch schön voll. Wie wir ja auch unschwer können können. Animation, schauen wir mal gleich mal rein. Sehen wir jetzt hier so her. Die Kette hier ist auch animiert. Und ganz gut gemacht, das Ganze. Und natürlich hier mit dem Partikelsystem. Ich würde mal sagen, ich schalte mal den hier ab und hänge den mal ab. Dann sehen wir jetzt hier das Ganze natürlich mit den Anhängen, mit dem Stützrad und so. Ist animiert und natürlich mit die Anschlüsse hier für die ganzen Elektrik und so, aber er hat hier hinten, wie wir sehen, keine Lichter. Wir haben hier hinten nur Nummerntafel und hier unten unser Nummernschild. Ich würde mal sagen, wir tappen jetzt gleich in unseren anderen rein. So, ich habe hier noch einen schicken Trecker natürlich da. Könnt ihr mal, wir können ja mal den mal hier mal ausfahren natürlich. Das Ganze. So, ich habe jetzt so her angehängt. So. Ist ein bisschen ein Schlachtschiff der Trecker, aber jetzt hier um das Ganze zu machen natürlich. Ist natürlich auch optimal der. Wir fahren jetzt einfach mal hier so auf die Spur ran. Senkt natürlich unseren Pickup. Klappt das Ganze natürlich hier aus, wie wir sehen. Einfach mit X klappen wir unseren Ladewagen. So, Pickup habe ich schon gesenkt. Ja, Pickup habe ich gesenkt. Schalten wir unseren Ladewagen mal ein. Die Vögel sind auch schon da. Kein Wunder, weil der frisch gemäht worden ist. Steigung. Aber wie wir sehen, passt der Ladewagen eigentlich gut hier zu uns. Z300. Dreiachser Prototyp natürlich. Ich finde, passt ganz gut das Ganze. Aufnahmefläche ist auch groß genug, wenn man mal so unkonzentriert ist,
weiß nur nicht alles gleich, wie wir da reden können. Kann man natürlich auch leicht dann anschauen, wie er nachher ablehnt. Laden wir einfach hier nachher das Ganze mal ab. So, fahren wir jetzt mal zurück, das Ganze. Einfach mal hier mal abladen. Schauen wir hier das Ganze an, weil das finde ich auch immer sehr interessant. Da sieht auch vorne liegt das Ganze natürlich aus. Bis auf eine riesen Menge, das was da hier aufnimmt. Du kannst auch die Liter sind hart wenig. So, dann sehen wir hier die Lok hier. Die Lok hier ist fehlerfrei, wie wir sehen. Ich finde, der Ladewagen ist schon empfehlenswert für Leute, was also Nostalgie spielen, Klammer Oldtimer. Ist das wirklich ein toller Mod? Ja, ich hoffe, es hat euch natürlich mein Video gefallen. Schaut's wieder rein, lasst einen Daumen nach oben da. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.